Florentiner Scharlachrot oder Florentiner Purpurrot? Wie sieht Mahagoni aus? Gucken wir doch mal. Genießt euren Einkauf und kommt wieder. Naja, ich warte erstmal, bis eine andere Farbe, bis es andere Farben gibt. Nee, halt nicht, dass ich die Farben jetzt verwechsel. Was? Revelations? Es ist ein Creed Revelations. Da gab es, glaube ich, ein, zwei Farben, die haben mir super gefallen. Der Rest war so ein bisschen blöd. Aber ich würde sagen, jetzt da wir die Kleidung gekauft haben, ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht entweder bevor wir ein Attentat machen oder wenn wir in einem nächsten Kapitel sind, dass wir ein bisschen Abwechslung haben vielleicht, die Farben ändern. Mal gucken. Auf jeden Fall 36. Ah, stimmt, ich bin ja gleich da. Perfekt gelandet. Träum ich das alles nur? Ja, du träumst nur. So. Weil das Assassinen weiß, das ist ja Standard. So. Das schon wieder? Ihr habt eure Grenzen überschritten, Uberto. Wie könnt ihr von Grenzen sprechen? Ihr, der ihr euch selbst zu Lorenzo de' Medici, Prinz von Florenz, ernannt habt. Das habe ich nicht getan. Natürlich nicht. Immer ohne Schuld. Wie praktisch. Wenigstens sehen wir, wie weit eure Macht reicht. Offensichtlich gar nicht so weit. Eine wertvolle Lehre für mich und meine Verbündeten. Ja, eure Verbündeten, die Pazzi. Dreht es sich darum? Achtet auf eure Worte, Lorenzo. Ihr könntet die falsche Aufmerksamkeit erregen. Uberto, unbemerkt, verfolgen. Oh, Santa Croce. Da gibt es ja auch hier ein Augensymbol. So, dann wollen wir mal unsere neuen Fähigkeiten testen. Ich weiß nicht, was Brotherhood? Frisch gefangene Igel. Oder war das doch Assassin's Creed 2? Da konnte man nämlich automatisch mitlaufen. Man hat sie bloß da eingliedern müssen und dann liefen sie automatisch. Lief Ezio automatisch. Oh. So schön. Ah, da. Super, Kurtisanen. Anheuern. 150 Florin. Mitkommen, Mädels. Ich brauche euch. Die bleiben immer um uns, was richtig praktisch ist. Kaum liebliche Weine. Verbringt etwas Zeit. Und noch viel lieblichere Damen. Oh. Hat jemand mein Freudenstadtleben gesehen? Weisen? Kommt, werte Herr. So. Perfekt, wir sind drin. Den wünsche ich euch. Ich hoffe, dass ihr euch gut amüsiert. Allerdings eine schöne Ablenkung von der üblen Sache mit der Familie Auditore. Wenn man bedenkt, dass ich Giovanni einst als Bruder sah. Gebt euch keine Schuld. Wie hättet ihr wissen sollen, was ihr plant? Streichen wir den Namen des Verräters aus den Büchern. Möge die Geschichte vergessen, dass es ihn gab. Ja, das sollt, wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. So eine Frechheit. Der Moment ist praktisch. Du hättest dasselbe getan. Um zu retten, was du liebst. Ja, hätte ich. Und habe ich. Die Auditore sind nicht tot! Ich bin da! Ich! Ezio! Ezio Auditore! Oh oh. Ja, und jetzt sollten wir fliehen.
Was eigentlich komplett unüblich ist für einen Assassinen. Beziehungsweise aus der Assassinen-Geschichte. Assassinen haben früher nämlich Haschisch konsumiert, um den Mut zu haben, ein Attentat durchzuführen. Richter gesprochen, Henker synchronisiert. Und nachdem das Attentat vollzogen wurde, sind sie dort geblieben und haben sich ohne Widerstand, haben sie sich dann umbringen lassen. Nachdem ihre Tat getan wurde. Nachdem ihr Attentat oder ihre Tat vollbracht ist. Und das finde ich halt ein bisschen unlogisch an Assassin's Creed, beziehungsweise an der Assassinen-Teilen. So. Hier von Ubisoft mit Assassin's Creed. So. Erstmal hier hin. Und synchronisieren. Wir haben übrigens noch einen Brief bekommen. Von Roberto Alberti. Wie war denn das? Doch, das muss so gewesen sein. So. Verschwörer schauen wir uns noch an, aber nicht jetzt. Datenbank. Letzte Einträge. Okay, doch nicht. Nein! Oh, ich muss doch nur zurückdrücken und nicht. Datenbank, Dokumente, Brief von Roberto Alberti. Meine Liebe, ich bringe diese Gedanken zu Papier in der Hoffnung, eines Tages den Mut zu haben, sie mit dir zu teilen. Bald wirst du zweifelsohne erfahren, dass ich Giovanni verriet, ihn als Verräter denunzierte und zum Tode verurteilte. Die Geschichte wird dies alles als bloße Politik und Gier abtun. Wisse, dass es kein Hass war, der meine Hand führte, sondern Angst. Als die Medici uns alles geraubt hatten, spürte ich Angst. Angst um dich, um unseren Sohn, um die Zukunft. Welche Hoffnung bietet diese Welt einem Mann ohne Möglichkeiten? Sie boten mir Geld, Land und Titel als Lohn für meine Mitarbeit. Und so kam es, dass ich meinen engsten Freund verriet. Wie unaussprechlich diese Tat auch sein mag, in dem Moment schien sie nötig. Und noch jetzt, wenn ich zurückschaue, sehe ich keinen anderen Weg. Armer Roberto. So. Synchronisiert 10 von 73, ja, und alle Synchronisationspunkte will ich auch mitnehmen. Sehr schön. Meine Freunde, ich habe frischen Schafsurin und Rosmarin. Alter, Schafsurin und Rosmarin. Naja. Also, Naturmedizin oder Naturheilung oder frühere Medizin in Ehren, aber da hat man Alkohol verwendet. Doch nicht Schafsurin. Sind dann eher die Scharlatane der Ärzte oder Baderchirurgen. Oder was heißt Baderchirurgen? Es gibt auch gute Baderchirurgen. Aber es sind dann eher hier, das gerade mit Schafsurin und Rosmarin. Das sind eher so die, boah, Scharlatane. Verkaufen wahrscheinlich ein Fläschchen Rosenwasser. Und, beziehungsweise verkaufen der Flasche Pizza und schwören, es sei Rosenwasser. Sehr schön. So, falls es mal kurz flüssig läuft und dann ein bisschen ruckelig erscheint, liegt daran, dass ich auf 30 FPS aufnehme und die Frames gerne mal zwischen 30 und 60 halt hoch und runter klettern. Wie bei einer Börse. Wie bei Dying Light, kann man sagen. Also jetzt sind es gerade 30 FPS. Und jetzt sind 60. Huch. Halt. Das. Ein Söldner? Wir haben ein ehrliches Geschäft. Er hat auch was. Hier gibt es.
Oh, 2300. Es fehlen noch 300. Nein, du kennst mich nicht. Und jetzt lass mich in Ruhe. Da unter mir ist eine Truhe. Hä? Was? Oh, okay. Meine Metallarbeiten nur hier. Und hops. Und die Truhe nehme ich noch mit. So. 145. Sehr schön. Boah. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich doch auf 60 Frames hoch gehen. Durchgehend. Sieht das qualitativ ein bisschen besser aus. Und ruckelt nicht so blöde rum. Aber wenn ich auch halt in 30 FPS aufnehme, dann habe ich, dann sind auch die Videos nicht so riesig, sage ich jetzt mal. Oh! Ich will die Truhe, aber ich will nicht entdeckt werden. Schon weg. Oh, jetzt läuft der mir noch hinterher, oder was? Ich bin weg, ich bin nicht mehr da. Hä? Ach, da, ich... Ah, oh Mann. Zu Paola, okay. So. Da mal rein. Ich werde Florenz wohl besser verlassen. Wohin wollt ihr gehen? Mein Onkel Mario hat eine Villa nahe Monteriggioni. Ihr werdet noch immer gesucht, Ezio. Was würdet ihr mir dann raten? Ich habe im ganzen Bezirk Steckbriefe gesehen. Reißt sie ab und die Stadt wird euer Gesicht vergessen. Ohne Zweifel werden auch Herolde die Menge aufwiegeln. Bestecht sie, damit sie andere Dinge verkünden. Oder ihr könntet die jagen, die falsch gegen euch aussagten. Sie tauschten Ehre gegen bare Münze. Ihr Verlust wurde nicht betrauert. Erledigt einige dieser Sachen und ihr könnt die Stadt verlassen. Bedeckt halten. Bekanntheitsgrad durch das Abreißen von Steckbriefen, die Bestechung von Herolden oder die Ermordung korrupter Beamter verringern. So, oh, sehr schön, dass... Ich habe eine Routine eingebaut, die deinen Bekanntheitsgrad misst. Diese Anzeige zeigt dir, ob du berühmt-berüchtigt bist oder inkognito. Da ist gleich so ein Beamter. Das zeigt dir, wie vorsichtig du sein musst. Außerdem kannst du sehen, ob dein Bekanntheitsgrad Teil von Ezios Erinnerungen ist oder nicht. Da haben wir ihn. Perfekt. Die sind richtig genial, die Amtspersonen. Die kosten nämlich, oder die verringern den Grad um 75%. Jetzt noch ein Steckbrief. Verringert sich um 25% und Herolde um 50%. Und ich bin wieder bedeckt, beziehungsweise bin inkognito. Und jetzt ändert sich auch die Musik wieder. Sehr schön. Oh, shit. Willkommen zurück, Ezio. Wart ihr erfolgreich? Ja. Mutter? Ezio, wo warst du nur? Sie wollten uns nicht gehen lassen. Und Mutter, ach, sie hat kein Wort gesprochen, seit wir das Haus verließen. Vater wird einiges klären müssen. Wo ist Vater? Und Federico? Und Petruccio? Hä? Es ist was passiert. Was meinst du? Nein, unmöglich. Claudia. No, 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 no. Ich tat alles, was ich konnte, Piccina. Hör zu, jetzt ist nur wichtig, dass wir uns in Sicherheit bringen. Aber dafür musst du dich zusammenreißen. Verstehst du? Gut. Passt du für mich auf Mutter auf?
Dann sind wir bereit. Nochmals danke für alles. Passt auf, Ezio. Bleibt wachsam. Ich glaube, euer Weg wird ein langer sein. Arrivederci. Maria und Claudia aus Florenz bis zur Villa Auditori in Monteriggioni eskortieren. Bleibt dran. So. Geh mir nicht auf die Nerven. Hau ab! Ja, wir gehen ja schon. Zum Glück sind wir unbekannt. Ich könnte... Nein. Oh, nein. Geh mir nicht auf den Sack. Tyrannen sterben, Wachen fallen, der Mond scheint hell dazu. Oh, diese scheiß Barden, hey. Und der nächste. So lacht und tanzt und singt, wenn zum Wohle unserer Kinder Stahl auf Stahl erklingt. Ja, diese Quatsch. Diese Barden, die gehen mir so auf den Sack. Oh, warte mal. Wartet. So, ich guck mal grad, ob's hier... Oh Gott, nein! Och, leck mich. Ob's Kurtisanen gibt, damit ich die Bank ausrauben kann. Oh, leck mich doch. Ja, aus Florenz heraus eskortieren. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier niemanden ausraub. Also mit Leertaste. Ja gut, die Barten, die kann ich ja. Weil das steigert nämlich den Bekanntheitsgrad. Man sieht schon... Ja, und Steckbriefe... Und die Steckbriefe, die sind halt hier schon, wie heißt, dran. Sobald man nur einen kleinen Taschendiebstahl... So. Perfekt. Dann mal weiter. Nach oben ist der Steckbrief. So, mal gucken. Ja, doch. Geht's noch schneller? Ja, das geht auch. Perfekt. Beschleunigen wir kurz die Sache. Oh, leck mich doch. Und ablenken. Nachrichten. Hat Spaß. Eins, zwei, drei, vier. Wie viele Wachen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, schau dir die an. Das geht auf. 4 Frauen, 8 Männer, es geht locker auf. Ich meine, hallo, DP? Halt. Ja, Monteriggioni, Forli, San Gimignano. Okay, Monteriggioni, da lang. Wie konnte uns das nur passieren? Ich weiß nicht. Wann können wir nach Hause? Ich weiß nicht. San Gimignano, oder? Ja, und Monteriggioni, da lang. Was passiert mit unserem Haus? Ich weiß nicht. Wurden Sie... Hatten Sie ein anständiges Begräbnis? Ja, hatten Sie. Arrivederci. Synchronisiert. Sequenz 2 beendet.